Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um die Investorin, und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier gerne mal genauer vorstellen. Vorab dazu ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neueste Mods oder in der Kategorie Güllefässer. Der Autor von diesem Mod heißt hier Vertex Design. Und die Modgröße beträgt ca. 18,49 MB. Ist aktuell in der Version 1.000 für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Mod hier zum ersten Mal auf der Konsole kaufen tut, dann kostet euch dieser hier ca. 9 Slots. Wenn ihr diesen Mod zum zweiten Mal kaufen tut, dann nur noch einen Slot. Das Ganze finden wir hier aktuell unter Mods und DLCs. Und da haben wir hier schon die Investorin. Das Ganze ist aktuell eine Güllenscheibenecke mit serienmäßiger Rohrstabwalze am Ende. Das Ganze hier wiegt ca. 2,3 Tonnen, braucht mindestens 80 PS, hat eine Arbeitsbreite von knapp 6 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von ca. 16 km/h. Kostenpunkt in der Standardkonfiguration 28.500 Euro. Hier habt ihr leider keine Konfiguration möglich. Wir haben hier aktuell mal ein paar Modelle hingestellt und dieses möchten wir hier auch gerne mal testen. Dafür nehmen wir jetzt mal aktuell mal hier den Oxbow AT5104 und koppeln unsere Investorik mal an. Das Ganze aktuell hier mit X mit ankoppeln und da haben wir aktuell auch schon den Schlauch, der dazu noch verbinden wird. Jetzt haben wir am Anfang hier das Licht, zum Beispiel die Bremsleuchte, dann das normale Licht, der Blinker rechts und der Blinker links dazu. Jetzt kommen wir hier mal zu der Tastenbelegung. Aktuell können wir hier wählen L1 und X für aufklappen oder halt auch wieder zuklappen. Des Weiteren kann man hier wählen aktuell L1 und Kreis für heben und senken. Oder L1 und Steuerkreuz nach rechts für die doppelte Ausbremsmenge zu aktivieren oder die normale Ausbremsmenge aktivieren. Oder ihr könnt wählen L1 und Viereck für anschalten. Dann fahren wir hier mal zu dem Feld hin, klappen das Ganze hier auf, setzen das ab und können dann hier schön die Gülle in das Feld einarbeiten mit knapp ca. 16 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Sieht optisch auch schon mal sehr schön aus und hat schon was. Und dann fahren wir hier mal bis zum Ende der Bahn und schauen uns das Ganze mal an. So, jetzt sind wir hier zum Ende der Bahn angekommen. Auch hier schön die Gülle ins Feld einarbeiten. Was man hier allerdings schon sieht, sind die sogenannten Abnutzungsspuren. Das heißt, der Lack geht hier weg zum Teil, ne, und das ganze Gerät wird halt auch beschädigt. Sieht natürlich auch wiederum interessant aus und tritt auch sehr schnell ein hier. Und hat aber schon was. Genau. Der Mod ist natürlich vielseitig einsetzbar, sowohl bei so Selbstfahrern, als auch natürlich hier bei den Güllefässern, zum Beispiel von Shooten, in dieser Kombination. Ihr könnt das Ganze natürlich auch idealerweise so nutzen, wie ihr das am besten haben wollt. Und dann sind wir hier aber leider auch schon zum Ende von dieser Mod-Vorstellung gekommen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal gerne mal euer Feedback da. Falls ihr Fragen dazu habt, Anmerkungen oder gern mehr, schreibt mir diese doch gerne bitte in die Kommentare. Besucht uns natürlich gerne noch auf Twitch oder schaut bei uns noch im Discord vorbei. Den Link zum Twitch-Kanal und zum Discord-Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.